Ganz normal, echt mal. Doch, dieser langsamste Aufzug der Welt, ey. Es ist ja eigentlich nicht mal ein Aufzug, es ist eine Qualle. Ja, aber trotzdem, es zählt als Eine Aufzug für Qualle mich. mit Aufzugfunktion. Mann, muss der Qualle langweilig sein, den ganzen Tag hoch und runter schwimmen. Hoch und runter. Hoch und Kann denn der runter. Qualle überhaupt runterschwimmen? Hoch und runter. In WoW funktioniert alles. Kette. Nach grünen Items lohnt es sich hier teilweise sogar echt mal, sich mal wieder umzuschauen, weil die Karte-Items alle so gute Werte haben. Trotz Statsquish. Komme ich auch endlich langsam auf meine Heilwerte. Meine vernünftige. Die Lady Nasha. Oh, die lassen sich hier im NHC sogar stunnen. Wie nett. Komm mal her, Dicker. Ja, heute ist definitiv Stofftag. Ja, und dann wieder Highlight. Aber Oh, ist egal, jetzt der Kopf Moment. ist Moment, uninteressant. ich habe was bekommen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Nein, natürlich kommt jetzt genau das Video. Sag ich auch nur Blessing mal. of Might. So, jetzt darfst du nochmal deinen Mark of the Wild buffen und dann. Mark of the Wild. Nicht verwechseln mit dem Malle der Wildnis, ne? Es ist zwar schön, aber nicht so effektiv. Walle der Wildnis. Ja, der Lieblingsurlaubsort von jungen Druiden. Oh nö. Das ist dieser Boss, der es liebt, den Tank zu one-shotten. Zumindest unerfahrene Tanks.
die nicht wissen, was der kann. Der ist doch so easy, der Boss. Ja, aber unerfahrene Tanks bleiben da gern mal bei dem dunklen Spalt stehen und der neigt und dazu, putz. Tanks zu one-hitten. Ich bin überlegen, den Stab zu nehmen. Der hat mehr... Der hat höhere Werte. Sobald du Level 81 bist, skaliert dein anderer wieder höher, aber du kannst ihn schon nehmen. Der hat jetzt erstmal höhere Werte. Wo seid ihr? Den Teleporter nehmen. Ach so, ich bin verpeilt. Fällt gar nicht auf. Ja, so wie wir immer. Wir sind halt alle, ne? Ein bisschen verpeilt. So wie immer halt. Kilian, das spielt nicht deinen groben Tankfehler herunter. Ja, ich warte jetzt aber. Warte, bis ich die pulle. Ich weiß, was die können. Die machen dicke, dicke Aua. Und ohne Heiler möchte ich das nicht machen. Ja, in die renne ich auch immer am allerliebsten mit einem dicken Def-CD rein. Wobei ich mir den dicken Def-CD auch lieber für weiter hinten aufheben. Den muss ich mir für weiter hinten aufheben. Ah. Es tut immer so weh, wenn die alle gleichzeitig ihre Speere werfen. Und wenn du mich hier dispellen könntest zwischendrin, das wäre super. Weil die Debuffs, die sind hier nicht gerade angenehm. Die verteilen. Der Debuff wird mir aber bestimmt angezeigt. Also bis jetzt hast du keinen Debuff gekriegt. Ja, einen habe ich mir selber dispellt, aber... So. In die da vorne nur mit Def-CD rein. Ja, der Def-CD war dicke nötig. Gerade nur die Kurve kratzt. Ja. Wie hätte das jetzt ausgesehen, wenn ich nicht die 20% Def-CD gezogen hätte? Moment mal, habe ich eigentlich schon. Moment, ich müsste doch eigentlich schon meinen ganz großen haben, oder? Wieso fällt mir das eigentlich jetzt erst auf? Oh. Das ist gut, wenn man da drinnen stehen bleibt. So. Ja, ich habe einen Disconnect gekriegt, als ich das erste Mal nach oben geschleudert bin. Ich habe nichts mitbekommen. Okay. Du bist auch nicht gestorben. Du bist nicht gestorben. Was? Jemand anders ist gestorben. Ja, ich habe meinen ganz dicken Def-CD schon. Hier ist er ja. Ich hasse die. Warte, lass mich den erstmal lassen. Ja. Und lass mich jetzt wieder einloggen. Wächter der uralten Könige. Ja, 8 Sekunden lang mal 50% weniger Schaden. Also ich finde es ja legendär, dass wir 80 geworden sind. Das ist ja schon mal ganz, ganz toll, muss ich schon sagen. Ja. Das ist ein sehr, sehr großer Meilenstein. Wo ich mitmachen könnte. Sag, wenn du wieder drin bist. Ich war dabei oder bin dabei. Ich hoffe jetzt einmal, dass Heiler von Dienst. Ich hoffe jetzt einmal mal, dass die DDs keinen juckenden Finger auf dem Abzug haben. Dann bespuck ich sie alle einzeln, ich sag's dir. Alles gut, er ist wieder drin. Ja. Dann, toll, mit einem Funken. Au. Hör auf, mich mit Lava zu bespucken. Au. Ja, toll. GG, Kilian. Ja, da kann ich nichts machen. Der hat mir gerade 13.000 Schaden reingedrückt. Aber ja, nimm die Wiedergeburt an. Ja, habe ich doch. Gut. Ich danke euch, meine Freunde. Wen hat er? Den Hunter. Abschreckung. Ernsthaft? Noch Bereitschaft Abschreckung. Jetzt geht er aber zu weit. Was macht denn die KI jetzt echt hier? Das ist ja mal echt mies. Ja. Abschreckung, Bereitschaft, Abschreckung. Dass einfach mal 10 Sekunden komplett nichts machen kannst. Ich bin
Oh, das nehme ich aber mit. Das Ding hat einen Mastery-Effekt. Oh Gott, ich muss aufs Klo und ich hab Hunger. Ich muss mal. Sind wir gleich da? Sind wir schon da? Ich muss mal. I see fire under my feet. I see fire. Eisiges Feuer. Der Schurke ist schon eingesprungen. So, dann machen wir, wenn er will. Bitte, 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 bitte. Hilfe? Rennt einfach weiter. Die kommen schon hinterher. Pass auf, dass du dich mal ein bisschen selber heilst. Meine Vorstoßassistenten Neptulon. Der schwarze Glatzkopf spricht ihn an. 30.065 Lebenspunkte. In Hearthstone hat er nur 7. Ja. Das war nicht witzig. Ja, noch schlimmer, wenn er in Hearthstone die 30.000 hätte, oder? Dann würde er ein bisschen mehr als 7 Mana mit 3 Überladung kosten. Da könntest du ihn gar nicht spielen. Ja, gut. Und dann würde es wahrscheinlich heißen, opfern sie ihr dein gesamtes Deck, um Neptulon zu rufen. Und dann kommt ein Schieb vom Magier. Trol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 o. Ja, vor allem opfer dein gesamtes Deck, um Neptulon zu rufen, und dann wird er geklaut und dann hast du keine Karten mehr und hast verloren. Dumm gelaufen. Die Wasser sind fast gereicht. Die letzte Zeit in Hearthstone ein Duell gehabt, wo es echt aufs wo ich dann den Magier echt in Karten. Also war Magier gegen Magier und ich habe ihn dann einfach in den Karten tot getrieben. Fatigue Win. Wir haben uns so dermaßen gegenseitig alles removelt und weggemacht und ja, zum Schluss hat er dann einfach keine Karten mehr gehabt und ich halt schon. Ich habe ihm halt echt alles zerstört, was er gehabt hat und dann irgendwann so halt, hat er so sein letztes Monster gespielt und ich so, ha, da kommt mein letzter Sheep. Und dann bin ich da gestanden und habe einfach bloß gewartet, dass er stirbt. Das war lustig. Die Bestie ist zurück. Das Wasser. Phase 2. Wenn irgendjemand Etsy sagte. Okay, hat nur kurz geleckt. Hätte schon gedacht, da kommt ein Disconnect. Was zum Geier. Unfeuer. Was mache ich da? Warum sehe ich hier Dings? So, jetzt werden wir alle groß und stark. Es sei denn, ihr habt euer Gemüse nicht aufgegessen. Oh, wo ist die große Krake? Da ist die große Krake. Release the Kraken. Da kommen schon mal 70.000er Crits raus. So, mal sehen, was es jetzt gibt. Schon wieder Schuhe. Was zum Geier? Du bist in der Pfütze gestanden? Was in der Pfütze? Da war eine Pfütze. Das sind so überall schöne schwarze Pfützen am Boden. Wenn man da drin stehen bleibt, steckt so ein Debuff hoch und der macht Schaden. Na klar, Platte und... Ach ja, Platte.
Ja, einmal Int-Platte, die ich nicht brauchen kann, und einmal Beinplatte, die ich ebenfalls nicht brauchen kann. Na toll, jetzt habe ich Armschienen, die halt einfach mal 100 Gearscore-Punkte mehr haben als meine epischen Armschienen und mir 1 Intelligenz, 2 Ausdauer, 1 Crit und 10 Mastery mehr bringen. Tja. Hätte ich nicht einen Gürtel bekommen können? Ich meine, darf ich einen 163er oder Handschuhe? Nein, es müssen die Armschienen sein. Ist denn mein schwächstes Item gerade? Das sind. Also, schön war's. Tolles Let's Play war's. Wir haben drei Level geschafft. Wunderbar. Ich gehe aufs Klo. Bye, bye. Okay. Der Chrissy hat sich damit mehr oder weniger schon verabschiedet und ich glaube, wir machen hier jetzt auch Ende der Aufnahme. Okay. Haben wir für heute auch wieder einiges geschafft. Das nächste Mal können wir dann auch ein bisschen im. Also, sind alle noch 81 geworden? Ich glaube, ja, oder? Ja. Dann können wir das nächste Mal. Kannst du nicht machen, kannst du jetzt nicht einfach aufhören. Doch, klar können wir das. Wo wären wir nur hingekommen, wenn Arthas aufgegeben hätte? Der Stab ist immer noch schlechter als den, den ich aus der Instanz habe. Okay, na ja, dann behalt den einfach noch eine Zeit lang, bis er wieder besser wird. Ja. Oder wenn Elimania aufgegeben hätte. Du darfst nicht aufgeben, Kilian. Wer sagt, dass ich aufgebe? Hör es auf, und das kommt mit Aufgeben gleich. Es muss weitergehen. Ich hab nicht vor, in WoW, genauso wie in Advance Wars oder in Pokémon Mystery Dungeon, irgendwelche 4-Stunden-Aufnahmen zu machen. Die sind ganz schön an der Essenz zehrend, nenne ich das jetzt einfach mal. Hast du schon die Aufnahme beendet? Nö, die läuft noch. Okay. Dann sag ich mal Tschüss! Momentan habe ich hier noch einen Ladebalken und ich denke mal, jo, wie lange haben wir eigentlich aufgenommen? Fast 2 Stunden. Ja, passt doch. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut. So.